So, Leute, wir sind immer noch auf der MagicCon in Amsterdam. Ich glaube, ich habe letztes Mal Barcelona gesagt. Ich bin mir gar nicht mehr gesehen. Wir sind in Amsterdam. Hier steht es Amsterdam. Und wir öffnen Assassin's Creed. 2 Beyond Booster und danach 6 Collector Booster, die ja super heiß begehrt sind. Auf einer wunderschönen Playmat. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Ich bin so begeistert. Die ist wirklich einfach wunderschön. Und wir machen direkt auf. Hier, Beyond Booster. Das sind die kleinen Booster. 7 Karten bekommt ihr da drin. Die sind ein bisschen ätzender aufzumachen. Ja. Made in Belgium. Die sind in Belgien hergestellt. Ist schon mal nicht so schlecht. So. Komm schon. Geh bitte auf. Geh bitte auf. Bitte, danke. Und wir haben Distract the Guards. Raid Murder Mountain. Die sind wunderschön, die Blender. Oh mein Gott. Eivor. The Wolf Kiss, sie ist wunderschön gemacht und sie ist ein sehr cooler Commander tatsächlich. Haben wir im Podcast gemeldet. Murder in Foil und ja, der Unaussprechliche. Im Spiel heißt er irgendwann nur noch Connor, weil egal wie ich das jetzt ausspreche, es würde inappropriate irgendwelche Leute triggern, die den Namen bitte aussprechen können. Ich rufe hier mit einer Challenge aus, der den Namen bitte auf... Ihr könnt das auf Twitter oder auf Instagram, könnt ihr mir den Namen gerne posten. Wie ihr den laut vorlest und markiert mich da drauf, fände ich ganz großartig, weil ich kann ihn nicht voll laut vorlesen. So, also die Booster, dadurch, dass es so wenige sind, sind die wirklich schwierig aufzumachen. Und normalerweise habe ich nicht so das Problem, Booster aufzumachen. Dementsprechend gucken wir. Plazo Archer, Loyal Inventor, Ezio, eine wunderschöne Karte. Forest, auch hier wirklich schön. Die Basics sind schön. Black Market Connection, die war vorher 35 oder 45 Euro schwer, ist immer noch, ich glaube, 20 oder 25 Euro schwer. Einfach so in einem Booster drin. Krass, eine der besten Commander-Karten aller Zeiten. Phantom Blade, eine der Ausrüstungen. Und Alexios, das ist der Bruder von der Cassandra, glaube ich. Sehr, sehr cool. Und ein Assassine, ist auch nicht so schlecht. Und jetzt kommt das Spannende. Jetzt kommen die Collector-Booster. Jetzt wird es hier... Aber wenn wir eine Serialized-Karte ziehen, wäre es halt super insane. So, aber wir hoffen mal das Beste. Wir haben Smoke Bomb, eine sehr coole Karte, die ich auch wirklich sehr gerne machen könnte. Weil alle Kreaturen am Shroud heißt auch die Gegner-Kreaturen am Shroud. Das ist witzig. Terminate. Kann man eine Kreatur zerstören, sie kann nicht regiert werden. In einem wunderschönen Artwork. Assassin's Gauntlet, das blaue Equipment. Wow, sehr schön. Roshan, Hidden Master. Path to Exile in Edge Troll. Oh mein freaking Gott, bist du hübsch. Davon brauche ich 4. Davon will ich 4 Stück haben für mein Modern Deck. Oh mein Gott. Gönne. Dankeschön. So. Oh mein Gott, das ist schön. Plains. Alter. Die Basic Lands. Für mich als Assassin's Creed-Fan ist das hier, ich fange hier kurz vom Heulen. Wunderschön ist das. Dann haben wir Alter, ihr Ib Allahab. Den kann ich sogar einigermaßen aussprechen, glaube ich. Ein sehr cool, eine der erstgespoilerten Karten, der Held aus dem ersten Spiel. Dann haben wir ein Conspiracy, auch das gar nicht so eine günstige Karte. Alle Kreaturen haben alle Kreaturentypen. Sehr cool, auch hier aus dem Spiel, aus dem griechischen Spiel tatsächlich. Dann haben wir ein Animus in Full Art Foil. Der ist hübsch. Der ist wirklich hübsch. Und wir haben noch ein Yggdrasil. Rebirth Engine als Edged Foil Artefakt. Exile alle Karten aus eurem Friedhof, Exile 3 Karten aus der Bibliothek. Und dann kann man Kreaturen davon ins Spielfeld machen, die man. What? Ach, eine Kreatur. Aber sie wird nicht geopfert dabei. Das ist ja sick. Das Ding ist auch nicht schlecht. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass das echt auch kostet, Geld kostet. Weil die Yggdrasil ist wirklich eine sehr gute Karte. So, weiter geht's. Gucken wir hier rein. Wir haben hier einen wunderschönen Human Rogue. Das sind die Rogues. Man könnte natürlich auch wie heißen die guten Damen? Die Kurtisanen nehmen, aber ich glaube, die Kurtisanen sind hier nicht drin. Terminate wieder. Assassin's Gauntlet. Roshan. Müde Free, das ist die aus dem Spiel, was ich nicht so wirklich viel gespielt habe. Arnaud Dorian. Der gute Arnaud. Assassinen haben bloß 2/0. Mit Disguise, das ist ja mega cool. Oh, was ist mit diesen Artworks von den Ländern? Wow. Desmond Miles, der Held der ersten Teile, in einem sehr coolen Artwork. Auch wenn er mich für mich hier so aussieht wie Eminem.
muss man einfach sagen, mit dieser Kappe auf und diesem Ding auf. Sieht aus wie Eminem. Dann haben wir Excalibur, Schwert der Eden. Das ist eine sehr gute Waffe. Ein Ezio Auditore da Firenze in diesem Foiling. Und dann ist aber kein Special Foiling leider. Und ein What Must Be Done in Edged Foil. Destroy all artifacts and creatures. Return target, historic, permanent from the graveyard field. Sehr cool. Aber hier auch wieder mit Desmond Miles. Sehr cool. Die Edged Foils am Ende finde ich nice. Das finde ich nice, weil ich liebe Edged Foil. Ich bin ein riesen Edged Foil-Fan, weil die Karten ja nicht ganz so hart curlen. Und das ist für mich ja schon mal so viel wert. Ich finde das so wichtig. So, hier ist zum Beispiel ein Shapeshifter, beziehungsweise ein Doktor, ein Doktore. Sehr cool. Eagle Vision, hier wunderschön mit diesem Rot und diesem Gelb. Das ist richtig cool gemacht. Hidden Footblade aus dem neuen Ding. Smoke Bomb nochmal. Roshan nochmal. Distract the Guards. Nicht bad. Und ein Sumpf. Das ist der erste, den ich nicht so hübsch finde. Das ist halt wie heißen sie nochmal? Großbritannien hier mit der Industrial Revolution. Und das finde ich tatsächlich nicht so schön. Dann haben wir Aya. Das ist ja die Frau von dem Helden aus dem Besten. Cover of Darkness. Auch das war eine 20-30 Euro Karte in Extended Art. Sehr gute Karte tatsächlich. Dann haben wir einen Crystal Skull Igor Spyglass. 4 Mana, der ist auch sehr, sehr gut. Und nochmal ein Yggdrasil, der zweite Yggdrasil. Ich hoffe, der ist Geld wert. Das weiß ich nicht. Aber der ist schon ganz cool tatsächlich. Jetzt muss ich mir einmal ganz kurz die Kamera verarzten, weil hier ist auch warm. Und meine Kamera hat gesagt, es ist warm. Keine Sorge, ich habe genug Zeugen hier. Wenn hier jetzt die serialized Karte ist, dass ich sie rausgezogen habe. Assassin Initiative, einer der besten eigentlich meiner Humans Assassin, weil er Fliegen, Death Touch oder Lifelink bekommen kann. Sehr, sehr gut. Haysack, das Glitzern des Freundings ist echt schön. Xiao Jun, ich glaube, das ist die aus dem neuen Set. Assassin Initiative, das, was ich gerade gesagt habe. Der Forest, es gibt verschiedene Artworks von denen auch noch. Auch das ist ein Forest, oh mein Gott. Das heißt, es gibt verschiedene Artworks von Basic Lands. Das ist ja großartig. Der Forest ist auch wunderschön. Cover of Darkness nochmal, ist eine gute Karte. Black Market Connection ist auch eine gute Karte. Desynchronization, 2 Mana Instant. Man kriegt alle Permanenten, die keine Historics sind, auf die Hand zurück. Okay. Non-Land. Okay. Und Conspiracy in Edged Foiling. Not that bad. Not that bad. So, 2 noch. 2 haben wir noch. Da werden doch hoffentlich noch gute Karten mit bei sein. So. Hemlock Vial. Arno. Cathar Reunion. Ich weiß nicht, warum sie diese Karte andauernd printen. Arno. Den hatten wir gerade eben auch schon. Aber jetzt in einem anderen Artwork. Ich finde das gar nicht so hässlich in Real, muss ich sagen. Auf Papier sah das hässlich aus. Templar Knight. Eine der coolsten Karten in dem Set. Und ich glaube, die werden richtig teuer mit der Zeit. Also die würde ich erstmal halten und nicht direkt online stellen. Weil die ganzen Leute sich danach die Finger lecken werden. Das ist eine richtig, richtig sick gute Karte. Da haben wir den zweiten Forest. Harvey. Der Allfather. Oder auch Thor genannt. Odin genannt. Thor ist es nicht. Rest in Peace. Mit Requias Patsche. Tatsächlich eine meiner Lieblingskarten. Basim in diesem echt coolen Artwork. Das ist ein sehr starker Assassine tatsächlich. Und Desynchronization nochmal in Edged Foil. So, jetzt das Letzte. Es wird bestimmt jetzt noch was Cooles. Komm schon, noch was Cooles. Ich bin so hype. Roshan, Adewale, Mörder, Shay Cormac. Der wurde predicted, dass der im Modern gespielt wird. Ich habe ihn bisher noch nicht gesehen, aber ja. Piracy, ist nicht schlecht. Ein Swamp, das ist ein schöner Swamp. Das ist ein schöner Swamp. Cover of Darkness, genug davon. Also langsam sind es echt viele. Mjölnir, der ist auch ganz cool. Sword of Light and Shadow in Foil, in einem wunderschönen Artwork. Oh mein Gott. Wenn ihr das seht, diese dunkle Seite hier und diese helle hier, das ist ja wahnsinnig, wahnsinnig schön. Oh mein Gott. Und wir haben Laia. Hassan nochmal als eine Edged Foil Karte. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass ich es aufmachen durfte. Das war sehr, sehr, sehr cool. Und ja, wir gehen jetzt noch weiter ein bisschen auf der MagicCon gucken. Beziehungsweise ich habe hier was Spoiler fürs nächste Video. Und das machen wir jetzt gleich noch auf und dann gehen wir noch auf die MagicCon. Das Video dafür, den Vlog, müsstet ihr auf jeden Fall noch online bekommen. Und ja,
Wir sehen uns. Bis dahin. Alex seht. Ciao, ciao.